Mahlzeit, Hallöchen, wunderschönen guten Tag, Abend. Schön, dass ihr da seid. Das Spiel läuft schon. Daher bin ich guter Dinge. Pass auf deinen Rücken auf! Bonjour, bonjour. Wie war dein Stream noch, Kokua? Auf jeden Fall, ich hab gelurkt, also bei, ich hab frühs, nee, warte mal, wie war das? Nee, MMOs Nice hat, glaube ich, zweimal gestreamt, ne, genau, da hat er einmal eine Pause gemacht. Dann hab ich bei ihm gelurkt, früh nach dem Aufstehen quasi. Dann hat er jetzt zu dir rüber geradet, dann hab ich bei dir geguckt. Eine ganze Weile und dann irgendwann bin ich, glaube ich, wieder bei MMOs Nice gelandet. Beim Dirk, genau. Ah, nice. Das ist echt cool, dass auch wieder scheinbar mehr Leute Guild Wars 1 irgendwie wieder für sich entdecken. Und irgendwie da auch ein bisschen mehr Leute das wieder streamen und spielen. Echt cool. Aber gut, ist ja jetzt auch Anniversary Event seit heute, glaube ich. Ja doch, genau, muss so sein. Tagebuch nachholen war ganz schön. Was das? Die Musik ist immer noch ein bisschen zu laut im Verhältnis zu meiner Stimme, oder? Tagebuch aufholen, da habe ich ganz schön lange gebraucht, was halt vielmehr daran lag, dass ich ja gleich beide Einträge nachholen wollte. Aber ja, ich hoffe mal, der Artikel ist halbwegs oder hat halbwegs rübergebracht. Also halbwegs das Feeling irgendwie rübergebracht. Ich glaube, der Clip, der hilft da auch ganz gut. Ja, genau. Ich meine, ja, das ist halt so Mananen hinterher quasi, war dann halt echt nur irgendwie mit zwei Sätzen abgehandelt, obwohl, ne, das halt auch mehr verdient hätte eigentlich. Muss man ja, muss ich ja sagen. Aber ja. Cool, stimmt, der Song ist ja schon vorbei. Nice. Bam, 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 zack, zack. Warte mal, Moment, jetzt habt ihr auch Spielsound und Musik kann ich wieder auf den Ursprungswert packen. Jetzt kann ich darüber gehen, kann ich den machen, Hallöchen. Dann habe ich das hier immer noch eingeblendet, warum auch immer. Achso, weil ich das mal gezeigt habe im letzten Mal, ne? So, und jetzt möchte ich... Was, warum ist das noch drin? Das möchte ich entfernen. Das möchte ich zeigen. Und das ist okay. Ja, für Außenstehende ist es vielleicht etwas unverständlich, aber das war auch so halb beabsichtigt, weil... Naja, wenn man es halt nicht checkt, dass das der eigene Charakter ist, weil klar ist es natürlich irgendwie das Aussehen meines individuell erstellten Charakters quasi. Das versteht man vielleicht nicht, wenn man das halt nicht weiß. Aber dann ist der Spoiler vielleicht gar nicht so krass, quasi. Sozusagen, dachte ich mir. Aber ja, wer weiß. Naja, genau, wenn das Gesicht deines Schatzes bekannt ist, ja. Das ist gut möglich. Aber ja, ist halt... Habe ich auf jeden Fall ein bisschen abbewegt, ob ich das mit erwähne, quasi, dass das mein Charakter ist. Aber ich dachte mir so, naja, wer weiß. Wenn jemand nochmal spielen möchte und irgendwie, keine Ahnung, darüber stolpert, könnte er ja vielleicht noch den oder die Person quasi den Plot-Twist noch mitbekommen quasi oder so original OG-mäßig fühlen quasi. Ich glaube, das mit dem Offset, ich glaube, wenn ich später gleich in-game bin, dann ist es wieder vernünftig, aber so ist halt... Hier oben wird schon Löschen markiert. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. So, wo waren wir denn? Ich glaube, das ist wirklich auch das letzte. In dem Fall 27 Stunden und 42 Minuten. Ah, genau hier. Das war nochmal der separate. Achso, siehst du deinen Tipp übrigens?
Jetzt fast wieder vergessen. Aber du hast mir ja quasi den Tipp gegeben. Von wegen, ich soll mir mal von Darth Revan den Wiki-Artikel durchlesen. Habe ich quasi nicht gemacht, aber ich habe dummerweise einen Spoiler mitbekommen, der eigentlich Star Wars typisch ist. Also eigentlich hätte man da auch selber drauf kommen können, aber ich habe kein bisschen in die Richtung gedacht. Demnach bin ich da an einer Stelle gespoilert. Ich weiß aber nicht mal, ob das im Spiel überhaupt vorkommt. Und wenn ich es ein zweites Mal spiele, da habe ich mich auch quasi spoilern lassen, quasi, möchte ich, das werde ich garantiert bis dahin vergessen, aber ich werde wahrscheinlich dann einen bösen weiblichen Charakter spielen. Aber ja. Bananen auf dem Weg zu Ibn Hawk, genau. Genau. Genau, aber generell super nice, weil Karth und Bastila und so, die haben alle, und auch Darth Revan und Darth Mala, glaube ich auch, also irgendwie so viele Hauptcharaktere von KOTOR, haben einen Wikipedia-Eintrag. Also Wikipedia, nicht das spielspezifische Wiki, sondern das große Wikipedia. Weil gerade Karth zum Beispiel auch ein Charakter aus einer Pen-and-Paper-Session ist, mit dem Star-Wars-Regelwerk quasi, von dem Star-Wars-Pen-and-Paper, von den Entwicklern quasi. Und Bastila und Co. halt eben auch so ein bisschen. Und ja, da steckt halt echt ziemlich viel Gedanke noch quasi hinter den einzelnen Charakteren. Und genau, das kriegt man ja teilweise in den Spielen dann halt eben auch mit, sozusagen, weil es echt viele, also es gibt so ein paar Fringe Cases quasi, habe ich gelesen, gerade halt mit Bastila, dass du kannst teilweise sogar andere Endboss-Encounter quasi triggern. Als Guter glaube ich nicht, aber zumindest als Böser, deswegen, also da bin ich noch nicht so sehr gespoilert. Ich meine, es ist relativ naheliegend, dass wir am Ende jetzt nochmal Malak besiegen müssen. Deswegen, ja okay, gut, es wird halt passieren so. Jetzt für mich kein Dealbreaker so an der Stelle oder kein krasser Spoiler. Aber es ist möglich, dass da noch mehr passiert. Sogar. Das ist ziemlich cool eigentlich. Nach dem Playthrough zu machen. Na okay, habe ich das schon verkackt quasi. Also falsch verstanden auf jeden Fall. Du bist nicht so lange. Genau, ich habe auch nicht weiter gelesen an der Stelle. Aber ja. Viele Spoiler aus dem zweiten Teil angeht auch drin. Ah, okay. Ist nice. Nee, genau, ich hab nur an der Seite, weil an der Seite ist immer so grob dieser Abriss drin. Und ich habe halt bei den, Beziehungen quasi gelesen. Dadurch. Habe ich da einen Spoiler mitbekommen. Das Sicherheitszone von Artus City betreten, Kameras aktiviert. Also ich möchte schon gern zu Ibn Hawk, bitte. Ich musste mich nur drehen, oder? Ah, jetzt, okay. Genau, nochmal gucken. Ich bin gespannt, wie lange es heute geht. Je nachdem, ich habe jetzt halt kein zweites Spiel als geplant mit eingetragen. Und danach dann mal gucken, was wir da machen. Je nachdem, wie lange es halt dauert und so. Na, mal gucken, vielleicht fangen wir schon mit KOTOR 2 an oder probieren das mal im Stream zum Laufen zu kriegen. Vielleicht wechsle ich auch zu Guild Wars rüber wieder. Mal schauen. Würde ich dann spontan entscheiden. Entsprechend. Genau. Aber ist echt cool. War echt wieder faszinierend, darüber zu lesen schon mal. Also ganz grob. Ich hätte nicht gedacht. Also ich glaube, das hast du halt auch echt nicht. Nicht viel. Vor allem, was ich ja krass fand, ist, es gibt eine Liste, ich glaube von der GameStar oder so, mit den... Warte mal, muss ich mit irgendjemandem reden? Eigentlich nicht, oder? Von einem Typen quasi mit den krassesten Plot-Twists in der Videospielgeschichte quasi. Natürlich Heavy Spoiler Alert quasi und der KOTOR-Spoiler war auf Platz 5. So, und das Ding ist halt, ich habe dann halt weiter gescrollt, weil ich mir so dachte... Ja gut, ich will zumindest den Spielnamen sehen, so, ne? Um zu gucken, okay, was kann noch krasser sein als das? So. Und dann waren halt so Sachen dabei,
wo ich mir so dachte, also ja, wenn du damit aufwächst, ist es vielleicht krass, aber so an sich ist es doch nur so ein okay, cool. Weil Platz 4 war Castlevania Symphony of the Night, was nach dem Ende passiert. Und Platz 1 war Super Metroid. Was, wo man halt, bei dem man halt am Ende sieht, wer Samus Aran ist. Und ich dachte nur so, ja, okay. Klar ist irgendwie, also gut, bei Samus Aran verstehe ich es halt nicht eigentlich so. Okay, ist halt eine Frau, mein Gott. Ist halt nur krass, weil man halt irgendwie, weiß ich nicht, nur davon ausgeht, dass nur Männer so einen Kampfanzug tragen dürfen, keine Ahnung. Ach, mein Gott. Und Castlevania, naja, okay, ist halt an sich cool, aber ist halt eher ein Gimmick irgendwie, aber ja. Finde ich. Genau, und alles, also von 4 bis 1 waren es hauptsächlich so Super Nintendo Retro Game Sachen. Quasi, wo ich mir so dachte, naja, okay. Kannte ich alle schon. Dann würde ich aber nicht so krass einstufen. Aber ja. Gegen 10 Uhr weg wird man das Finale im VOD nachholen müssen. Okay. Ja, ist ja okay. Denke ich. Aber bedeutet ja, dass es noch ein bisschen länger als 2 Stündchen dann dauert. Ich bin mir echt... Was? Nein, Tatooine. Das ist auch Tatooine, oder was? Ah, ne, der Planet ist zerstört, ne? Das müsste Taris dann sein, oder was? Sternschmiedesystem. Ah, ja. Okay, warte mal. Wir fliegen erstmal nach Yavin, damit wir da einmal waren, zumindest. Wie war das jetzt mit den Cutscenes? Das ging jetzt, glaube ich, nicht, ne? Kann das sein? Ja, genau, ihr seht ihn nicht. Ich hebe ab von dem Planeten. Das ist mal nah. Schiff dreht sich um 180 Grad, schmeißt die Düsen an und fliegt weg. Kommt nochmal eine größere Cutscene? Das ist halt echt bekloppt, dass ihr halt jetzt nur... Ich weiß auch nicht genau, wie ich das am schlauesten lösen kann. Warte mal, ich könnte eigentlich mal... Also, zweite Cutscene war ja landet da. Ich mach mal ganz kurz. Ich mach mal den hier. Das ist so nice, ja. Na, natürlich wird der dazu werden. Aber gut. Das ist noch einer. Gewählt, das ja dachte ich mir halt auch schon so, weil war ja in der Cutscene hat man ja quasi auch schon das, gesehen, wie ich die Sternkarte aus Manan geholt habe. Die Moss-Sensitivität ist hier richtig gut übrigens. Und er fliegt natürlich unter mir lang, oder was? Ne, da oben. Und das Radar geguckt. Ja, komm her, hier. Die kommen ein bisschen nach oben. Ne, ja, sehr gut. Direkt in der Sonne gucken. Bitte das? Wird das gecaptured jetzt gleich vielleicht? Ne, wird nicht. Ein bisschen schade. Naja, kurzes Flugmanöver, fliegt irgendwie weiter. Pfeiltastending. Oh, das ist nice. Ja. Überraumflug, bla bla. Bisschen cool für Storytelling. Normalerweise hat man einen Begleiterdialog. Bei der letzten Karte fühlt sich dann nicht so chunky an, als wenn das System auf einmal auf der Map erscheint. Ja, okay. Ja. Ja, stimmt. Na, okay. Hm. Genau, und jetzt fliegen wir. Fangen wir bei Yavin an. Das ist bloß so ein Raumschiff-Ding im Weltall einfach. Jetzt ist das, die alte Bildschirmaufnahme wieder an hier. So, ich mach mal. Geht das so, ohne dass ich skippe? Nee, toll. Nochmal eine Cutscene.
Das ist sogar dieselbe wie gerade eben. Okay, die ist gerade einfach. Okay, dann seht ihr zumindest nochmal das, was ich gerade gesehen habe. Sehr gut. Bescheuert. Aber ja. Selber Bildschirmaufnahme. Mein Gott. Wird schon nicht schief gehen. Ist das schon. Kann ich laufen, bitte? Jetzt, okay. So, genau. Karte der Galaxis. Auftaktfinale oder was? Ey, ich bin gespannt. Bin sowas von gespannt. Bin neugierig, was passieren wird, vor allem. Das Ding ist halt auch, ich bin richtig neugierig, wer krepieren wird. Das, Stimmt, Bastila ist nicht da. Und den hatten wir nie freigeschaltet, kann das sein? Das ist bestimmt ein Böser, auch ein rein Böser. Das Ding ist halt auch, es gibt echt, also maximal neutral hier. Böse halt Kendris, aber mir auch nicht, ja. Ne, dann nehmen wir natürlich Mission wieder mit und wir nehmen Honey mit. Ich glaube, ich nehme Jolie mit. Jolie. Alles klar. Truhe-Konsole. Das hat gerade voll Mass Effect Vibes irgendwie. Mass Effect 2, wenn du da auf dem ersten Planeten da quasi landest. Das ist ja auch so ein dein Undock-Hafen quasi. Dann gehst du auch erstmal durch so einen so Schlauchkram durch. Dann kommst du da ja zu der Disco quasi. Hä? Wer ist da? Was wollt ihr? Ich erkenne euer Schiff. Tarbek, nicht wahr? Aber wer seid ihr? Seid ihr neu oder so? Ja, ich bin neu, sehr neu. Ihr klingt nicht wie ein Andoshaner und ihr gehört nicht zu Daviks Leuten. Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Was hast du denn nicht eingesammelt? Freut mich aufs zweite Playthrough. Das ist echt ein cooler Gefährte an sich. Ah, okay. Nice. Habe ich den früh oder eher später verpasst? Aber ich gehe mal davon aus, dass das einer auf Corybin sein wird. Na, wobei, vielleicht sogar auf Manan. Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das quasi der Typ ist, den wir für Julies Frau, Freundin befreien müssen quasi. Könnte ich mir sogar vorstellen. Aber ja. Ich bin der dunkle Lord. Ist was dran? Ich versuche die Galaxis vor den Sith zu retten. Sith? Die waren seit 50 Jahren nicht mehr hier. Nicht seit dem letzten Krieg. Warum sollten sie jetzt rüber zurückkommen? Meine Geschäfte mit den Sith sind Geschichte. Die Politik interessiert mich nicht. Wenn ihr mir keinen Ärger macht, sollt ihr meinetwegen reinkommen. Es wäre nett zur Abwechslung, mal wieder mit jemandem zu plaudern. Trandoshaner und Schmuggler sind nicht gerade gesprächig. Oh nein. OBS hat gerade ein bisschen Sieht das Bild bei euch noch normal aus? Weil mein Vorschaubild hat sich gerade auf 4:3 geschoben. In OBS. Der Trandoshaner und Schmuggler, wovon sprecht ihr? Sie kommen ab und zu mal vorbei, so bleibe ich auf dem Laufenden, wisst ihr? Aber Trandoshaner ist schwer zu verstehen und diese Echsen haben einfach keine Fantasie. Alles gut, alles okay, dann ist gut. Ich hab Schiss gehabt gerade. Ja, die Schmuggler sind auch nicht viel besser. Hey, es ist komisch, sich durch die Tür zu unterhalten. Wartet eine Minute, dann habe ich dieses verdammte Ding geöffnet und wir können uns beim Reden ins Gesicht sehen. Ich muss nur noch dieses verdammte Türschloss öffnen. Das Ding klemmt immer. Das hätten wir. Ach, Hallöchen, na? Ihr seht anders aus, als ich dachte. Zu menschlich. Man sieht hier nicht mehr viele von euresgleichen. Jedenfalls nicht seit dem Krieg. Was führt euch hierher? Ich versuche, Darth Malak zu besiegen. Darth Malak? Nie von ihm gehört. Oder ist das dieser neue Sith Lord, der es der Republik zurzeit so schwer macht? Ich habe die Nachrichten nicht so genau verfolgt. Er ist mein ehemaliger Schüler. Er ist der dunkle Lord der Sith. Ein neuer dunkler Lord? Es kommt immer ein neuer. Egal.
wie viele man tötet. Eure Angelegenheiten mit ihm gehen mich natürlich nichts an und ich will auch nicht herumschnüffeln. Aber warum seid ihr hier draußen? Seid ihr auf der Flucht? Ich bin nicht auf der Flucht. Hä? Nein, nein, natürlich nicht. Ein großer Mann wie ihr? Nein, nein. Aber warum seid ihr hier am Ende der Galaxis? Wegen der Ruin? Welche Ruin? Auf Yavins vierte Mond.